Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Titan Quest All Classes. Wir sind immer noch in die Terminal Embers unterwegs mit unserem ersten Charakter. Diesmal aber am Aufstieg und ich muss hier nochmal ganz bis kurz ein bisschen backtracken. Genau hier. Ach, da ging es auch noch weiter. Denn die Sache war die, wir haben gerade eben schon relativ weit oben den Terragotta-General gekillt. Also hier oben. Und ich dachte eigentlich, das wären... Also ich hatte in der letzten Folge, hatte ich hier unten gesehen, dass wir hier relativ nah an einen Wiederbelebungsbrunnen rankommen. Genau an diesen hier. Und ich wusste jetzt nicht, ob das einfach zwei Wege sind, die später wieder zusammenführen. Aber anscheinend ist das nicht der Fall, dass diese beiden Wege später wieder zusammenführen. Und dementsprechend muss ich jetzt auch mal schauen, was es mit dem Weg hier unten auf sich hat. Also ich bin erst hier unten lang gelaufen, war mir dann nicht sicher, ob das zwei Wege sind, die zusammenführen. Bin deswegen da nach oben lang gelaufen. Und da der Weg von oben nicht hierher zurückkommt, muss ich jetzt doch mal schauen, was hier Phase ist hier unten. Nicht, dass ich hier irgendwas Wichtiges übersehe. Dao des Terrakotta-Kriegers. Wenn du den auf eine gute... I mean, ich wollte gerade sagen, wenn du den mit guten Affixen bekommst, dann ist das... ist sicherlich eine gute Waffe und jetzt fällt mir einer mit 15 Angriffsgeschwindigkeit vor die Füße und mit Chance auf Angriffe ausweichen, was actually ein gutes Affix ist auf dem Gerät. Also dieses Dao wäre tatsächlich noch eine Sache, die man behalten kann im späteren Spielverlauf. Noch der Disziplin von Kunlun. Sehr viele göttliche Artefakte, die hier fallen, aber anscheinend haben sie kaum... große Artefakte eingebaut, sondern nur noch göttliche. Was man ein Stück weit verstehen kann, weil natürlich will man nur wirklich starke Sachen einbauen. Und es macht nicht wirklich Sinn, hier Sachen für niedrigeres Level einzufügen. Durchschlag und Feuerwiderstand. Ein Terrakotta-Panzer. Nette Erweiterung. Die Kombination ist geil, tatsächlich. Aus Durchschlagswiderstand, Feuerwiderstand. Je nachdem, wie hoch die Werte werden, kannst du damit tatsächlich was machen. So, hier die unterirdischen Öfen, da wo die Terrakotta-Soldaten herkommen. Not bad. Kann aber nicht allzu viel sein bei diesem Brunnen, ne?
da hinten wieder runter. Hun und Po. Begreife, Schüler des Tao, dass der Tod nicht das Ende ist. Es ist allgemein bekannt, dass wir nach dem Tod weiterleben. Wie alles andere auf dieser Welt bestehen noch wir aus Yin und Yang, aus Po und Hun. Bei unserem Ableben teilt sich das Po in zwei Teile. Einer verbleibt bei unserer bestatteten Leiche, während der andere in den Himmel aufsteigt, wo über ihn gerichtet wird. Das Hun dagegen verbleibt in der Ahnentafel an unserem Grabe. Doch wenn du denkst, dass unser Hun und Po unsterblich sind, irrst du. Beide müssen von unseren Nachfahren genährt und gepflegt werden, bis das Hun mit der Zeit in den Himmel aufsteigt, um später gemeinsam mit dem Po in die Unterwelt abzusteigen. Warum ist es wichtig, die Rituale zu befolgen und Hun und Po der Verstorbenen zu pflegen? Ganz einfach. Wenn man es nicht tut, können einen ihre Geister heimsuchen. Doch das ist eine Geschichte für eine andere Schriftrolle. Oh mein Gott! Du kriegst immer die gleichen Informationen auf diesen 20 Schriftrollen oder Büchern oder whatever. So. Da hinten kann ich noch runter. Oh, 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 oh. Da unten sehe ich doch was. Der hat doch was. Der hat doch was Lilanes in der Hand. Das ist ein Donnerschlag. Statische Ladung. Wenn man in Tarnisch spielt, Abfahrt. Okay. Boah. Das hat mich ja richtig aus dem Konzept gebracht, ey. Hier der untere Aufstieg ist einfach nur eine Sackgasse. Da ist nix. Und eigentlich muss ich die ganze Zeit zum oberen Aufstieg. Interesting. Okay, also das nächste Mal weiß ich, wenn ich Eternal Embers voll clearen will, zuerst unteren Aufstieg clearen, danach an oberen Aufstieg hoch. Nee, ich will jetzt nicht unbedingt durch die Höhle da unten laufen. Heißt aber, dass ich hier oben lang muss. Was jetzt auch nicht gerade besser ist. So. Dann kommen wir da hoch, dann kommen wir da lang, dann können wir den Brunnen da mal wieder aktivieren, nur zur Sicherheit. Ich habe eigentlich alle Gegner hier auf dem Weg geklärt, aber you never know. Genau, das war unser Portal, was jetzt nicht mehr aktiv ist. Wir müssen auf der rechten Seite entlang. Gut. Und dann können wir hier dieses Portal verwenden. Portal zum himmlischen Palast. So, der himmlische Palast hat einen eigenen Wegpunkt. Wollte ich gerade sagen, wenn der einen eigenen Wegpunkt hat, dann wäre das schon ein bisschen enttäuschend, weil das heißt, dass wir nur noch 4 Wegpunkte haben und die waren jetzt ziemlich nah beieinander tatsächlich. Well. Ein bekanntes Gesicht. Es ist eine Weile her, nicht wahr? Du hast damals gute Arbeit mit dem dritten Telkine geleistet, aber ich habe auch niemals an dir gezweifelt. Vielleicht überrascht es dich nicht zu erfahren, dass ich den Sohn des Himmels davon überzeugt habe, deine Hilfe zu ersuchen. Doch wie dem auch sei, Hu Ji hat mich von den recht düsteren Entwicklungen im Reich der Sterblichen in Kenntnis gesetzt.
Also sieht es so aus, als müssten wir die herrlichen philosophischen Erörterungen wieder einmal verschieben. Der Jadekaiser weiß bereits von deiner Ankunft und wartet im Saal auf dich. Also lass dir nicht zu viel Zeit. Der gelbe Kaiser, natürlich. Sei gegrüßt, mein Freund. Okay, das ist eine Sache, die finde ich geil. Die fand ich schon in Ragnarök geil, dass man da alte Bekannte wieder sieht. Aber hier der gelbe Kaiser mal so ganz, ganz lässig am Chillen auf der Couch. Warum auch nicht? Wer? Oh Himmel, verzeih, du solltest mich so nicht sehen. Aber ich wage es kaum zu fragen. Aber vielleicht könntest du mir helfen? Ich heiße Jinu und ich bin, wie du vielleicht weißt, die Tochter des Jadekaisers. Ich will dich nicht mit den Einzelheiten meiner Geschichte langweilen. Es genügt zu sagen, dass mein Mann Niu Lang ein Sterblicher ist, sehr zum Leidwesen meines Vaters. Er erlaubt uns nur einmal im Jahr einander zu sehen und formt zu diesem Zweck eine Brücke zwischen Himmel und Erde. Du hast vielleicht gehört, dass meine Cousins, die Sonnen, sich in letzter Zeit unberechenbar verhalten haben. Zusätzlich zu all dem, was sie eurem Reich angetan haben, haben sie eine Dämonenbrut zur Himmelsbrücke meines Vaters geschickt, die Niu Lang nun den Weg versperrt. Du siehst, worauf es hinausläuft. Die Brücke wird nur noch wenige Stunden existieren. Ich weiß, dass wir Fremde sind, aber könntest du diese Dämonen vernichten, damit ich meinen geliebten Niu Lang wiedersehen kann? Bitte. Wenn niemand etwas unternimmt, werden wir für ein weiteres Jahr voneinander getrennt. Na gut, mach mal doch mal. In welchem Zusammenhang kam der denn schon mal vor? Der gelbe Kaiser? Der gelbe Kaiser ist, ein Questgeber im dritten Akt. Oder besser gesagt, Teil der Hauptquest im dritten Akt. Und zwar, wenn du in Chang'an angekommen bist, musst du den gelben Kaiser um Erlaubnis bitten, zum Kiun zu gehen. Zum Berg, wo Typhon eingesperrt ist. Und deswegen musst du diesen Abstecher nach unten machen von Chang'an aus und den Dämonenbullen töten. Und danach, nachdem du den Dämonenbullen getötet hast, redest du mit, richtig, dem gelben Kaiser. Und genau das ist der Ursprung. Oder es ist der Ort, wo man den gelben Kaiser schon mal sieht. Was wären wir ohne den gelben Kaiser? Höhlenmenschen, Barbaren, kulturlose, herumziehende Nomaden. Huang Di war sein Name. Und er war der erste unserer legendären Kaiser. Mit seinen vier Gesichtern sah er alles, was in der Welt vor sich ging. Nicht einmal das Himmelsreich war ihm verschlossen, denn in Ritualen und Opfern konnte er mit ihm kommunizieren. Glorreich wie er war, fuhr er in einer Kutsche aus Elfenbein, gezogen von Drachen und Elefanten. Doch noch beeindruckender als all dies war sein Wissen. Geduldig und weise gab er viel davon an seine Untertanen weiter und brachte ihnen unzählige Künste bei. Ohne ihn gäbe es kein Rad, keine Schiffe, keinen Kompass. Als Huang Di nach langer Regentschaft krank wurde, meditierte er lange, bis er das fand, was wir heute das Tao nennen. Und es machte ihn unsterblich. Okay. So, ich muss wahrscheinlich erstmal hier unten lang. Ich habe da oben schon wieder einen Wiederlebungsbrunnen auf der Karte gesehen. Und das hier dürfte diese Brücke sein. Und das sieht mir, ja, nach einem großen aus. AKA nach einem roten. Der hier mal wieder innerhalb von 2 Sekunden umgefallen ist. Das macht's nicht besser, Leute. Ach, und da geht's einfach nur ins Weiße, das ist anderen. Da geht's zum Reich der Sterblichen anscheinend wieder runter. So.
Den da. Oh, Sterblicher, du hast es geschafft. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Hier, das sollte sich auf deiner Reise als nützlich erweisen. Und jetzt entschuldige mich, ich werde zu Niu Lang gehen. Es gibt so viel, was ich ihm erzählen will. So viel. Robe des himmlischen Magiers. Die Wahrscheinlichkeiten nerven mich halt immer. Lebenskraftwiderstand ist gut, Energieentzugswiderstand ist gut. Fähigkeit, Störungsschutz, Energie, Energieregeneration. 35 weniger Energie reserviert. 22% Angriffsgeschwindigkeit, 13% Bewegung. Ah, Leute. Was macht 22% Angriffsgeschwindigkeit auf einer Robe? Leider keine Elementarschäden drauf, das heißt... In der Hinsicht ein bisschen schwieriger. War wohl gerade AFK, was ist das sicher noch im unteren Aufstieg geworden? Du meinst, was der untere wenn Aufstieg macht, oder? Liegt, da war, ne, da war einfach nur eine Sackgasse am unteren Aufstieg. Da unten gab es nur eine Sackgasse. Das war tatsächlich relativ unspannend, sag ich mal. So. Es sind die 30. Holy shit. 30% Vollschlags, 30% Feuerwiderstand. Wenn du dann auf dem Vervollständigungsbonus nochmal Widerstände draufkriegst, dann kannst du dann im I ziemlich hart auf Widerstände ziehen. Was actually nice ist. Massives Tor gesperrt. Da ist Ho Yi. Diebstahl. Herr, ich habe die Angelegenheit, die ihr vorhin untersucht. Euer Verdacht war korrekt. Das Buch der Toten scheint tatsächlich gestohlen worden zu sein. Ich werde weitere Nachforschungen anstellen. Euer bescheidener Diener, Yan Luo Wang. Okay. Reden wir erstmal mit den wichtigen Leuten. Nesha? Titanentöter. Angesichts des niemals endenden Lobgesangs der Barden, die deine Heldentaten preisen, hatte ich etwas mehr erwartet, aber... Ich schätze, dein Chi ist schon beeindruckend. Ich bin Nesa. Die meisten kennen mich aber als Wächter des Hauptaltars. Ich würde mich ja deiner Jagd nach den Sonnen anschließen, aber die Anweisungen des himmlischen Herzogs waren eindeutig. Trotzdem wünsche ich dir viel Glück. Du wirst es brauchen. Der Jadekaiser. Sieh an, wen die Fäden des Schicksals in meinen Palast geführt haben. Sei gegrüßt, du, der du Titanentöter genannt wirst. Ich fürchte jedoch, dies wird eine kurze Audienz werden, denn meine Antwort lautet nein. Ich kann dir nicht gegen das Chaos helfen, das die 10 Sonnen in eurem Reich verursachen. Glaube nicht, dass ich gleichgültig bin. Es muss einfach so sein. Und auf deine Frage nach ihrem Motiv kann ich nur sagen, dass sie etwas herausgefunden haben und nun alles in ihrer Macht Stehende tun, um dies zu verhindern. Nun geh, Sterblicher. Folge eilig den Fäden des Schicksals. Oh, Junge! Der sagt ja actually noch weniger als das Orakel in Delphi. Es ist alles gesagt, Titanentöter. Sterblicher, auf ein Wort. Er hat dir also nichts gesagt, wie? Das dachte ich mir schon. Der Himmel möge mir meine Worte vergeben, aber warum sitzt er nur herum, während sein eigen Fleisch und Blut das Reich der Sterblichen terrorisiert? Nun, sei es wie es sei. Ich würde vorschlagen, selbst gegen die Sonnen vorzugehen, aber sie sind einfach zu stark. Doch wenn der Jadekaiser uns schon nicht helfen will, dann vielleicht Si Heilong Wang. Bestimmt hast du schon vom Drachenkönig der 4 Meere gehört.
Er ist die rechte Hand des Jade-Kaisers, doch er hat seinen eigenen Willen. Und vielleicht können wir ihn überzeugen, uns zu helfen. Finde ihn und erweise dich als würdig. Dann leite uns vielleicht seine Stärke. Jetzt geh. Ich bin in Gedanken bei dir. Gut, und dann geht das hier weiter. Ja. Okay, das ist eine Höhle. Okay. Ich war mir gerade nicht sicher, ob das eine Höhle ist oder ein Portal, aber nach dem Portal sah es nicht aus, deswegen habe ich es mit Höhleneingang versucht. Und ich lag tatsächlich richtig, auch wenn man sich ein bisschen reinquetschen musste anscheinend. So. Okay, erstmal wieder gescheit hinsetzen und dann können wir weitermachen. So, also, wir haben vom Kaiser jetzt mal so gut wie gar nichts mitbekommen. Da bin ich ganz ehrlich, ist storytechnisch schon ein bisschen downer, weil ich meine, der gelbe Kaiser hat es ja schon angekündigt von wegen, ja, er wartet schon lange auf dich und geh schnell zu ihm hin, er hatte Wichtiges mitzuteilen. Und der Jade-Kaiser sagt, nö, eigentlich nicht. So, in die Richtung geht's weiter. Okay, da ist der nächste Wiederbelebungsbrunnen. Das heißt, ich muss mal schauen, dass ich noch kurz backtracke. Okay, da geht's tatsächlich weiter. Gut, das heißt, in das Eisbecken können wir mal nebenbei reinschauen, ob wir hier noch was finden, was interessant für uns ist. Okay. Hier die Ecke. Da nicht, aber hier kommen wir noch rein. Des Nordmannes. Lebenskraftschaden. Schaden gegen Menschen. Naja. Ah,
Auch nicht wirklich. Also das sieht echt aus wie ein Eingang hier drüben. Ich finde es ein bisschen schade, dass tatsächlich sehr viel an den MIs, die wir haben, hier entweder auf Luck basiert ist. Ja, dass man sagt, du hast eine Prozentwahrscheinlichkeit für das und das. Das kannst du nicht wirklich dauerhaft verwenden. Oder, was auch sehr häufig ist, sind Situational Items. Plus X Schaden gegen Menschen, plus X Schaden gegen so und so. Das Problem, was du aber in Titan Quest hast, ist, dass gerade wenn du auf Legendär spielst, was wir hier natürlich tun, hast du durch diese negativen Widerstände, oder besser gesagt, die negativen Grundwiderstände, hast du halt das Problem, dass du nicht einfach mal eben sagen kannst, ich tausche mal eben eine Sache in meinem Equipment aus, damit ich ein bisschen mehr Schaden gegen eine Gegnertruppe mache, die hier halt gerade häufiger vorkommt. Ne, wenn wir beispielsweise in einer Zone sind, wo mehr Menschen unterwegs sind, dann machen wir Schaden gegen Menschen hoch. Das kannst du deswegen halt nicht wirklich gut machen, weil du darauf angewiesen bist, dass quasi, also eigentlich so ziemlich jeder Gegenstand dir irgendwelche Arten von Widerständen mitgibt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann musst du halt genau schauen, wo kriege ich meine Widerstände her. Und das führt dann häufig dazu, dass wenn du ein solches Item austauscht, weil jetzt gerade eine andere Waffe eben mehr Schaden gegen beispielsweise Tiermenschen oder gegen Dämonen oder whatever macht, dann führt das dazu, dass du nicht nur diesen einen, diese eine Waffe austauschen musst, sondern eventuell noch zwei, drei weitere Items in den Slots. Und dafür, das ist für sinnvolles Situational Play, ist es viel zu kompliziert, wenn du dir dann verschiedene Armor-Sets oder halbe Sets zusammenstellen musst, damit du eine Sache austauschen kannst. Ich meine, bei unserem letzten großen Equipment-Upgrade mit diesem Charakter haben wir ja genau das gemacht. Wir haben... Oh. Ach, da ist Shen. Nett. Himmlische Unerschütterlichkeit. Blitzwiderstand. 117% Blitzwiderstand. Ja, leck mich am Arsch. Plus Angriff und Geschosse ausweichen. Braucht vor allem in Geschicklichkeit und nicht mal Stärke. Oh, 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 oh. Ja, nee, ich weiß, wofür man den verwenden kann. Ja, nee, aber wie gesagt, genau das hatten wir ja. Also genau dieses Problem mit dem mehrere Sachen austauschen hatten wir, als wir unser letztes Upgrade hier gemacht haben. Da wollten wir hier auf Aphrodites Gefallen wechseln, auf dem Slot, hatten dann aber das Problem, dass wir gleichzeitig zu viel von unserem Lebenskraftwiderstand geopfert hätten. Das heißt, dann wäre der negativ geworden, der Lebenskraftwiderstand. Dadurch mussten wir schauen, dass wir hier einen Kopfwickel bekommen, der mehr Lebenskraftwiderstand gibt. Und das alles erst konnte dann final dazu führen, dass wir tatsächlich das Symbol des Polymat auch mitnehmen konnten. Ja, weil wir dadurch eben die ganzen Änderungen machen konnten, damit wir Symbol des Polymat und Aphrodites Gefallen, dann mussten wir auch noch, also tragen konnten, mussten wir auch noch den da mitnehmen. Und wie gesagt, wenn man das laufend zu machen will, nur weil gerade eine Gegnertruppe in der Nähe ist, wo eine andere Waffe mehr Schaden für machen würde, da ist es viel zu aufwendig dafür. Und das ist halt im Endeffekt führt das halt dazu. Was ist das denn? Insgesamt führt es halt dazu, dass diese Boni, die eben sagen, plus 20% Schaden gegen Menschen,
Die kannst du bei der Auswahl des Equipments ignorieren, weil für die Equipment-Auswahl sind die tatsächlich nicht ausschlaggebend. Du kannst sie so behandeln, als wären es gar keine Boni. Und das ist halt so ein bisschen schade, dass viele der MIs, die wir aktuell haben, tatsächlich nur solche Boni geben, die eben situational sind und man deswegen eigentlich ignorieren kann. So viele Gesichter, so viele, viele Gesichter. Du bist auch ein Gesicht. Bist du seins? Ich will einfach nur nach Hause. Hause zu. Er ist mehr als er scheint. Lässt uns sehen. Gesichter sehen und Dinge und Geister und. Er ist mehr als er scheint. Lässt uns. Okay. Hallen von Sihai Long Wang. Hallo, Kleiner! Gar nicht schlecht, aber es ist... I mean... Hallo, Kleiner. Genug. Das war amüsant. Es ist zu lange her, seit meine Klinge so gefordert wurde. Du, Sterblicher, hast eine Audienz verdient. Also sprich, wer bist du und was führt dich hierher? Hier unten bin ich den Angelegenheiten der Welt entrückt. Die Querelen der Sterblichen, sie ermüden mich. So, ich check nur mal kurz den hier. Da ist du nix. Bist also der berühmte Titanentöter. Wie kurios. So wenig Fleisch und doch so viel Macht. Und ja, es ist wahrlich seltsam, dass die Sonnen das Reich der Sterblichen heimsuchen. Andererseits waren sie schon immer stolze und launische Geschöpfe. Was deine Frage betrifft, lautet meine Antwort ja. Du hast mir ein wenig Abwechslung verschafft. Im Gegenzug werde ich dir und dem Reich der Sterblichen gegen die Sonnen beistehen. Wie du vielleicht bereits weißt, können die 10 Sonnen nicht besiegt werden, solange sie im Himmel sind. Ich kann jedoch ein Siegel schmieden, das ihre Magie bricht und sie auf die Erde stürzen lässt. Den Rest... musst du erledigen. Okay. By the way, hi, Red Fire Elf. Hello back to Canada. And yeah, Titan Quest is localized in German. And it has been localized in German since 2006. I already played the original Titan Quest. I actually have... No, I don't have it here. I think my brother has the CD version of Titan Quest Immortal Throne. And that is a German-only version, actually. So yeah. It is localized in German, and... For a long time, the active playing German community was actually bigger than the English-speaking community. Like, when before the Anniversary Edition was released, so back in like 2010 to 2013, in that time frame, there was a really big German community, and within the English-speaking community, Titan Quest was technically dead, to my knowledge. And, yeah, so
it is really big. It is really a big game. For the German video gaming community. Yeah. Okay. Um eines muss ich dich jedoch noch bitten, bevor ich dir helfen kann. Eine meiner Schmiedekugeln wurde gestohlen. Die Räuber sind eine seltsame Sekte aus dem Land Ägypten. Doch meine Pflichten hier verbieten mir, sie zu verfolgen. Ich weiß nicht, wo sie die Kugel verstecken, aber wenn du meine Hilfe willst, musst du sie mir zurückbringen. In meiner Schmiede steht ein Portal, das direkt nach Ägypten führt. Oh, und nimm dir bitte, was immer du brauchst. Wenn du in meinem Auftrag unterwegs bist, sollst du auch gut ausgerüstet sein. Jetzt geh. Bring mir meine Kugel und ich werde dir helfen. Genug Okay. Ja, well. Portal nach Ägypten. Und ja, ich wusste das schon. Ich wurde aus einem Nebensatz mehr oder weniger geteasert, dass es in Eternal Embers auch einen Ägypten-Abschnitt gibt. So, jetzt ist die Frage, das Portal nach... Achso, das Portal nach Pyongyang ist noch zu. Das heißt, wir können aktuell nur nach Ägypten. Interesting. Dann schauen wir mal, was wir jetzt hier über Ägypten sagen können. Okay, hier oben haben wir ein Lager. Und hier geht's hier raus. Bist du nicht... Du bist der, der die Telkine bezwungen hat. Bei den Göttern. Willkommen zurück. Wie kann ich dienlich sein? Yeah. Immer wieder eine Bezwinger der Telkine. Es ist mir eine Ehre. Immer wieder eine Freude. So, den da wollte ich sowieso. Brauchst du Lagerplatz für etwas? So. Genau, die Sachen wollte ich auch noch rüberbringen. Disziplin von Kunlun. Brauchen wir, glaube ich, eine auf jeden Fall. Auf Wiedersehen. Die anderen zwei können wir wegtun. Du bist weit weg von zu Hause. Kämpfe wacker, Fremder. Kann ich helfen? So. Elementarschäden, Elementwiderstand, Angriffsgeschwindigkeit und Erhöhung der Geschossgeschwindigkeit. Prinzipiell geil, auf der anderen Seite muss man aber halt sagen... Wait, Elementarschaden. Naja, Frost des Tartarus könnte tatsächlich noch besser sein. I don't know. Das sind 60 Kälteschaden. Da bist du halt dann wirklich auf Kälteschaden. Und da ist doch die Verlangsamung mit dabei. Well. Nichtsdestotrotz muss ich den trotzdem mal mitnehmen. So. Den da brauchen wir. Den da brauchen wir. Brauchen wir auch. Den Kessel brauchen wir. Der Glut.
legendäres Urmagma hat man, glaube ich, auch noch nicht. Richtig. Säbelklaue. Treffer versenkt. Rebengewächs. Auch das. Außenpanzer, Spektralmaterie. Außenpanzer haben wir, Spektralmaterie tatsächlich auch. Okay. Gut. Bis dann. Hier haben wir auf jeden Fall eine Nebenquest. Das ist interessant. Sieh mal einer an. Ich erkenne einen erfahrenen Abenteurer, wenn ich ihn sehe. Wärst du daran interessiert, einem alten Asyu zu helfen? Ich bin Kemu Senatev, aber du kannst mich Kemu nennen. Ich bin der Älteste dieses Stamms und Hüter unserer Geschichten. Du wirkst allerdings, als wärst du viel beschäftigt, also fasse ich mich kurz. Unter diesem bescheidenen Lager liegt ein verfallener Schrein, der Konz gewidmet ist, dem Gott des Mondes. Ich habe Grund zu der Annahme, dass in seinen Tiefen ein Amulett verborgen ist, das der Schattenstein des Anubis genannt wird. Wenn du auf deinen Reisen diesen Schrein erforschst und den Schattenstein findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du ihn mir bringen würdest. Wir werden dich großzügig entlohnen. Okay. Is mortality damage weak in your headship? I don't have any information about Eternal Embers, because even though I'm a quite active Titan Quest player, I haven't yet played Eternal Embers completely. This is still my first playthrough of Eternal Embers right now. And please don't spoiler me. Don't put here any spoilers. I don't want it. Okay? Sieh einer an, was das Portal zu uns gebracht hat. Du bist nicht unser Feind, nehme ich an. Ansonsten hätten wir diese Unterhaltung nicht. Aber was führt dich hierher? Sprich. Also. Du behauptest, dass China von einem großen Bösen heimgesucht werde, aber kannst mir keine Details erzählen. Nun, mir soll es recht sein. Wenn du mir helfen kannst, diese Wüste sicherer zu machen, werde ich mich sicher nicht beschweren. Wie du sicher bemerkt hast, haben all diese Untoten unseren Stamm in die Ecke gedrängt. Was diesen Imhotep angeht, nach dem du suchst, da hast du Glück. Er ist nämlich tatsächlich mit uns gereist. Allerdings hat er unser Lager letzte Nacht verlassen, um eine magische Anomalie in den Katakomben in der Nähe zu untersuchen, die laut ihm mit der Monsterplage in Verbindung steht. Ich würde dir raten, vorsichtig zu sein. Aber du siehst aus, als könntest du dich in einem Kampf behaupten. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss mich um andere Dinge kümmern. Okay, wir haben Imhotep. Okay, jetzt wird's natürlich witzig. And... Yeah, so you mentioned vitality damage, and yeah, I just got a hint about a lot of undeads. So, actually, undeads are not immune to vitality damage, actually. Machines are immune to vitality damage. But to my knowledge, undeads still do receive vitality damage, so it's not that hard. If it's mostly undeads here in this part, then it wouldn't do any... It would be a little bit slower, but it wouldn't be a completely wipe, or it wouldn't be a complete immunity to vitality damage. Okay, da unten geht's nicht weiter. Mm-hmm.
Ich hasse diese Soundbugs. Das ist nicht mehr schön, Leute. Cold Lightning, Universal Damage. Actually, Vitality Damage is one of the strongest damage types. It's actually quite good. Because the only enemies that are completely immune to vitality damage are machines and constructs. So like the bull traps. Well, not that bull traps are enemies for the most part. Ich reg mich nicht auf über Soundglitches. Das war halt wieder komplett ein Soundglitch gerade. Ich habe erst gesehen, dass meine HP im Keller sind, als ich quasi schon umgefallen war. Es ist immer wieder die gleiche Scheiße. Bast Siegel? Und Essenz von Anubis Hast. Kam der Warnton noch zu spät? Der kam gar nicht. Das ist ja gerade das Problem. Du denkst vielleicht, du wandelst allein. Nubio. Aber das stimmt nicht. Von deiner Geburt an war Shai an deiner Seite. Shai, Meister des Schicksals, Vermesser des Lebens, ist dein ständiger Begleiter bis zum Tag der endgültigen Abrechnung. Shai allein weiß, wie lang dein Leben sein wird, denn er bestimmt die Länge des Lebens aller Sterblichen. Doch er ist ein stummer Begleiter und wird dir dein Schicksal erst enthüllen, wenn es sich bereits erfüllt hat. Am Tag deines Todes begleitet er deine Seele in die Duat. Ja, er bleibt auch im Reich der Toten an deiner Seite. In der Halle des Totengerichts wird er über dich sprechen und dabei nichts auslassen. Also lebe gut, damit er Gutes über dich berichten kann. Mit Scheiß Hilfe wird deine Seele in Aru Frieden finden.
Okay. Möbio, das ist ja gerade das Problem. Es gibt Soundglitches in dieser aktuellen Version von Titan Quest. Ich weiß nicht, wie sie auftreten. Ich weiß nicht, ab wann sie auftreten. Ich weiß, dass sie irgendwann auftreten. Und das heißt dann, dass random irgendwelche Soundeffekte, die euch abgespielt werden sollten, nicht mehr abgespielt werden. Und zwar completely random. Das heißt, es kann sein, ne, die Bolzenfalle schießt dreimal. Zweimal wird der Soundeffekt nicht abgespielt. Einmal wird er abgespielt. Oder andersrum. Oder es fallen drei verschiedene Sachen. Es fällt... Ah, das war doch ein ganz gutes Beispiel gerade. Hier ist gerade Gold rausgefallen, ein Trank und eine Formel. Den Trank und die Formel hast du gehört. Das Gold hast du nicht gehört. Weil der Sound für das Gold nicht abgespielt wurde. Und von diesem Soundglitch auch betroffen ist der Warnton. So, und wenn der random nicht abgespielt wird, dann hast du ein Problem. Weil woher sollst du wissen, dass deine HP low ist, wenn du nicht die ganze Zeit nach oben links in die Ecke guckst? Das ist ja genau das Problem daran. Dann spielt er zu einer bestimmten Anzahl an Songs gleichzeitig spielen kann. Ja, könnte sein. Aber da bin ich ganz ehrlich, die Anzahl der Sounds ist immer noch die gleiche. Ne? Es ist immer noch die gleiche. Also, es ist total random. Hier beispielsweise, ich hatte hier ein paar Bolzenfallen, die geschossen haben. Aber normalerweise sollten 4-5 Bolzenfallenschüsse gleichzeitig mit einmal Aufhebesound super funktionieren. Oder manchmal auch, wenn sonst gar nichts läuft und ich einfach was aufhebe per Quick Loot, auch dann spielt er den Sound nicht ab. Das heißt, es kann schon bei 0 sein. Es kann sein, dass er random sagt, ich kann gerade 0 Sounds abspielen. Das heißt, es liegt meiner Ansicht nach nicht daran, dass das Game maximal x Sounds abspielen kann gleichzeitig. Sondern es liegt einfach daran, dass der Sound nicht abgespielt wird. Weil irgendwas anscheinend in der Funktion, die für das Aufrufen von Sounds zuständig ist, irgendwas in dieser Funktion scheint buggy zu sein. Dass sie manchmal flackernd nicht funktioniert. Und flackernd ist, sorry, wenn ich sage, ist eins der bösesten Bugs in der Videospiel- oder gesagt, nicht in Videospielprogrammierung, sondern generell in der Programmierung. Wenn du einen Flackertest hast, dann musst du den fixen. Das ist so. So, Hallöchen Imhotep. Da haben wir ihn doch wieder. Den Guten. Aber ich glaube, bevor ich da reingehe, sollte ich mal hier mit Imhotep reden. Du,
Verflucht noch eins. Was bildest du dir ein, einfach hier reinzuplatzen und meine Studien zu unterbrechen? Ich hatte es unter Kontrolle, verstanden? Unter Kontrolle. Ach, vielleicht auch nicht. Verzeih mir, so begrüßt man niemanden. Und schon gar nicht einen alten Freund. Sag, was bringt den Titanentöter wieder nach Ägypten? Ich nahm an, du würdest dich nach deinem Sieg über Typhon in einem luxuriösen Anwesen und in Wein badend zur Ruhe setzen. Zumindest würde ich das an deiner Stelle tun. Ja, hatte ich eigentlich auch vor, aber leider hatte Zeus ein bisschen was dagegen. Der hat uns dann noch gegen Hades in den Kampf geschickt. Und dann ist eins zum anderen gekommen und ich musste halt auch noch im Norden Surtr töten. Ja, und jetzt hänge ich hier halt so ein bisschen fest, weißt du, life is hard. Die 10 Sonnen. Ich habe von ihnen gehört. Du sagst also, sie stecken hinter all dem? Das ist beunruhigend. Aber reden wir doch lieber über die guten Nachrichten. Ich weiß nicht, wer die Kugel deines Drachenkönigs gestohlen hat, aber dafür weiß ich, wo sie sein könnte. In der Nekropole von Abydon. Ich bin sogar der Auffassung, dass diese gesamte Untotenplage, die über das Land hinwegfegt, mit einer magischen Störung zu tun hat, die dort entstanden ist. Eine verschwundene Kugel, eine magische Anomalie, eine Untotenplage. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber das sieht nach einer Verbindung aus, oder? Ich schlage vor, dass du dich dorthin begibst und dich umsiehst. Ich würde ja selbst gehen, aber seien wir ehrlich, diese Knochen hier sind nicht mehr die jüngsten. Viel Glück und lass dich nicht töten. Direkt aufgefallen, anderer Voice Actor. Kann man jetzt sagen, was man will? Man muss im Hinterkopf behalten, dass Eternal Embers 15 Jahre nach dem ursprünglichen Titan Quest rausgekommen ist. Und innerhalb von den 15 Jahren kann es durchaus sein, dass der alte Voice Actor in Ruhestand ist. Ja, wenn nicht sogar, wie man es bei anderen großen Spieleserien sieht, mittlerweile sogar verstorben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was hier der Fall ist, aber ich sag's mal so, nach 15 Jahren kannst du eher von Glück reden, wenn du die alten Voice Actor noch behalten kannst. Ich glaube, so ist die Formulierung am besten. Oh, what? Hallo Tornado? Ach, da geht's raus. Gingst du unten auch raus? Ach, wahrscheinlich geht's hier. Gehen die hier zusammen, die Wege. Aber ich sehe gerade, ich muss hier mal so ein bisschen gerade für Platz sorgen. Denn wir haben wieder das Folge einer YouTube-Aufnahme erreicht. Das Ende der Folge einer YouTube-Aufnahme. Oder besser gesagt, was heißt das Ende der Folge einer YouTube... Generell das Ende der YouTube-Folge, Punkt. Meine Fresse, ich hätte mich wieder um Kopf und Kragen. Und ich habe noch 3 Aufnahmen vor mir in dieser Aufnahmesession heute. Anyways, ich gehe mal ein bisschen zurück. Stelle mich hier hin und sage, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr weitere Videos von dieser Challenge sehen wollt. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ne? Haut rein. Ciao, ciao.